Mit Säcke grüßt man ihm Zwerge genommen Hobbits und Ekladum zu einem neuen Video mit dem Zwerg grüßt. Heute wird's riskant. Wir spielen Risiko. Das große Strategiespiel, die Demo-Version für die Nintendo Switch. Ubisoft, Hasbro, Engine Software. Gesundheitsschutz. Ja, ist klar. Alles klar. Und damit seid grüßt zu einem neuen Let's Test auf diesem Kanal. Zum Let's Test Risiko für Nintendo Switch. Aha. Ein schöner Trailer der ganzen Sache. Na dann. Werden wir heute mal Strategieführung, Kriegsführung beweisen in diesem Projekt. Vielen Dank, dass Sie die Risk-Demo gespielt haben. Diese Demo ist auf 8 Züge besetzt. Was? Gespielt haben? Ich habe das noch nicht gespielt. Aber gut. Alles klar. Was habe ich jetzt gemacht? Willkommen im Gefechtsraum. Okay. Von mir aus. Die Welt befindet sich im Krieg. Ihr Ziel besteht darin, die Gegner... 8 verbliebene Züge. Achso, ich darf nur 8 Züge setzen. Und dann ist das letzte Test vorbei. Alles klar. Die Spielreihenfolge wird festgelegt. Weiße KI spielt zuerst. Spiel gegen 2 KIs. Aha. In dieser Demo verbleiben noch 8 Züge. Der Spieler, der am Ende des letzten Zuges die meisten Gebiete erobert hat, ist der Sieger. Im Fall eines Unentschiedens wird die Anzahl der Truppen zur Entscheidung herangezogen. Na dann. Zwerg First Army, auf geht's. Kämpft, meine Soldaten. Ja. Automatisches Prinzip. Weiße Einberufungsphase. Okay, mir gehören ein kleiner Teil von Südamerika. Okay, verstreut durch die ganze Welt. War nicht erfolgreich. Oh, okay, weiße KI hat verloren. Wie geht das? Okay, weiße KI versucht, den Ural zu erobern. Okay, die Versuche zu verstehen. So, grüne KI ist dran. Mir gehört auch ein bisschen Afrika, Teile von Asien, Nordamerika. Boah, sieht doch hübsch aus. Oh nein! Grüne KI hat eingenommen Südafrika. Hey, Südafrika wurde mir geklaut. Und ich kann nichts dagegen machen. Oder kann ich doch was dagegen machen? Was denn? Hat eingenommen Ostafrika.
Hätte ich da irgendwas gegen machen können, sollen? Ja, gut. Madagaskar. Afrika. Afrika gehört der KI. Ja, was jetzt eben. Bin ich, was kann ich, was soll ich. Okay. Was. Okay. Ja. Grüne KI ist am Zug. Ich verstehe nicht ganz. Okay, jetzt bin ich dran. Mal schauen, was ich so hier hinkriege. Positionieren Sie in der Einberufungsphase die Truppen, die Sie auf, aus dem Gebiet und Kontinenten erhalten haben. Ah, okay. Ah, okay. Ich glaube, das ist nicht so mein Spiel. Na dann, ich glaube, wir verteidigen mal Asien. Okay. Truppen. Ach so, ich sollte woanders mal verstärken. Hier. Truppen plus. Da drei Truppen hin. Ah, okay. Asien verteidigen. So, Asien ist ziemlich safe. Ich gucke hier noch, dass ich Amerika ein bisschen stärke. Okay, Sie haben alle Truppen in dieser Runde abgesetzt. Möchten Sie diese Truppenplatzierung bestätigen? Ja, wir versuchen Asien und Amerika zu retten. Auf geht's. Ach, das wird vorgelesen. Gut. Jetzt muss ich erobern. Na dann, möchte ich doch bitte hier Sibirien. Ich erobere Sibirien. Das liegt genau in meinem Herrschaftsgebiet hier. So. Was kann ich machen? Okay, China ist hier. Mir gehört China. Das ist doch geil. Angriff auf Sibirien. Na super. China versus Sibirien. Aha. Na dann. Angriff. Uh-oh. Ah, verdammt. Ja. Das war ein Würfelspiel. Hat jetzt KI. Okay. Hat die jetzt gewonnen? Kann ich noch weiterkämpfen? Ostkanada. Ontario. Okay, westliche USA. Kann ich hier mal was angreifen? Oder muss ich die... Taktische Unterstützung. Sie sollten in Erwägung ziehen, die folgenden Gebiete anzugreifen. Sie ja, war ich schon dabei. Danke. Da war ich sehr gut und dabei. Angriff beenden und zur Befestigungsphase wechseln. Ja, Sibirien habe ich leider verschenkt. Aha, okay. Befestigen. Ja, wir sollten China befestigen. Oder am besten hier die angrenzenden Sachen. Mongolei, den Ural befestigen. Ja, okay, China ist ziemlich schwach besiedelt. Da können wir befestigen. Oder können wir es nicht? Was ist denn? Ah, Auswahl. Okay. Dann befestigen wir die Mongolen.
So, meine Soldaten. Die Mongolen befestigen China. Okay. China muss verstärkt werden. Verstehe. Alles klar, ich bin sicher. Verstärkt. Ich verstehe langsam. Und dann könnte ich von da oben, von den fünf, da welche runterziehen und könnte sagen, ja, okay, ist mal besser. So, weiß gegen grün. Weiße KI hat eingenommen. Westeuropa. Mhm. Weiß gehört Europa. Mir gehört gleich Asien. Hier wird mal ausnahmsweise Krieg gespielt. Ja, ich bin ein Pazifist. Ich mach's eigentlich nicht so gern, aber ja, heute mal für diesen Part. Ich bin ein friedlicher Fürst. Ich führe nicht so gerne Kriege, aber ja. Es muss sein. Unsere Regierung wird bedroht von weißer und grüner KI. Das muss also, das ist. Da müssen wir uns natürlich wehren. Das muss dann natürlich, ja. Da können wir nicht so tatenlos zusehen. Da müssen wir irgendwie, ja, müssen wir was machen. Oha. Grün hat Russland eingenommen. Grün scheint ein starker Gegner zu sein. Ja, ein sehr starker. Grün nimmt gerade Europa ein. Verdammt. Wir müssen Sibirien holen. Wir müssen uns Sibirien holen, dann haben wir Asien im Rücken, dann können wir mal Richtung Europa gehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, Grün breitet sich gerade sehr gut in Europa aus. Risiko. So, gibt's auch als Beispiel. Was? Grün greift nicht an. Nein. China, verdammt! Mein Stützpunkt. Oh nein. Ich werde besiegt. War nicht erfolgreich. Nice. Alles klar. Oha, das Ganze ist ziemlich grün hier. Oh, verdammt. So, gelber Spieler, ich bin dran. Einberufung. Na, komm. Ja. Asien. Braucht Unterstützung. Ein einsames Land. Der Ural. Okay. Irkutsk ist ziemlich gut besetzt. Wir müssen die Mongolei verstärken. Eine Truppe dorthin. So, der Ural muss verstärkt werden. Super. So, und hier gucken wir mal nach Grönland. Die Truppe nach Grönland schicken. Sie haben alle Truppen in dieser Runde abgesetzt. Möchten Sie die Truppenplatzierung bestätigen? Ja. Ich glaube, ich habe Weise gesetzt. So. Die Mongolei, Sibirien. Wir könnten auch mal hier nach Island drüber gehen. Das wäre nicht schlecht. Aber Sibirien. Ich brauche Sibirien. So, der Ural ist ziemlich stark. Na komm. Angriff Richtung Russland, Richtung Sibirien. Russland ist ziemlich. Ja, Russland, komm. Wir greifen Russland an. Auf geht's. Und 3 gegen 1. Na komm. Nee. Ist unfair. 2 gegen 1. Ja. Kriegsrecht. Auf geht's. Bad. Nice. Wir haben eingenommen. Russland. Ja, von hier aus können wir jetzt. Hier können wir Europa erobern.
Sibirien wäre nicht schlecht, das ist... So, aber noch eine Truppe hier. Na, wir behalten dort, geben wir mal die Truppen. Ja, Grün kommt von unten mit dreien. In Europa noch ziemlich schwach, aber ja, müssen wir Sibirien, wir müssen Sibirien holen und uns nach unten gehen. Ja, hier mal so lassen. Sibirien brauche ich. So, Ural. Auf. Oh, 2 gegen 2. Angriff auf Sibirien. Na komm. Na dann hören wir auf. So, Angreifer wählen. Das. 5 gegen 2. Angriff. Super. 3. 2. Na komm, 3. Komm. Attacke. So. Unentschiedene Würfel. Oh, oh. Nice. Das lief gut. Ja, okay, das sieht gut aus. Angriff. Zack. Das war aber noch nicht entschieden. Das war entscheidend. Da haben wir es. Das ist cool. Grün hat ziemlich viel erobert, aber ja, das ist doch ein Anfang. Ein Erfolg. So, Sibirien. Afghanistan ist ziemlich schlecht besetzt. Oh, komm, das ist ein bisschen zynisch. Aber gut, machen wir. Afghanistan. Na komm. Okay, 1 gegen 1. Na komm. Vom Ural aus. Kriegen wir das hin? Ja. Na, ich greife von Russland aus an. Afghanistan. Zack. Und auf geht's. 5, 3. Zack. Oh oh. Ja, stimmt, das war die falsche Seite. Ah, nein. Russland. Russland gehört wieder in die grüne Seite. Oder nicht? Nee, gehört sie nicht. Von Sibirien aus. Können wir China zurückerobern? Na dann, versuchen wir es. 2 Truppen. Ja, auf geht's. Zahlenmäßig unter. Ah, verdammt. Die haben Sibirien zurück. Oder noch nicht. Zurückgeschlagen. Die Mongolei. Gegen China. Na komm. Na. Zu zweit gegen 3. Oh Mann. Sieht doch schlecht aus. Angriff zurückgeschlagen. Verdammt. Ja, bin halt nicht so gut. Truppen besiegt. Was? Nein. Na, dann muss ich wohl hier mal. So, östliche USA. Jetzt muss hier mal. Das baue ich halt mal nach USA. So. 3 gegen 1. Nice. Oha. Kritischer Schlag. Verdammt. Sieht schlecht aus. Uh-oh. Unterstützung von oben. Na komm. Wir können doch nicht so einfach verlieren. Na komm, die Würfel sind gefallen. Nice. Das sah gut aus. Und da rücken wir fort. Wenigstens mal hier Amerika ein bisschen gewinnen. So. Von hier aus Ontario. Und Bats. 4-1. Nice. Feuer. Da haben wir was. Erfolgreich. Nice. Okay. So, Grönland kann mal
Uff, Ostkanada. So, zack, die Würfel. Ist ja ziemlich ein Glücksspiel. Ah. Oha. Sieht schlecht aus. Oh Mann. Und da sind noch Möglichkeiten. Na komm. Attacke. Ja, die 7 Züge werden wir jetzt nicht hinkriegen, aber. Wir waren siegreich. Nice. Und da gehört die USA und fasst uns. So, ich versuche hier. So, versuchen wir mal hier von Asien aus. Alaska. Komm, das machen wir noch. Batz. Nice. Alaska gehört uns. Hervorragend. Und dann würde ich sagen, wir müssen auch irgendwann mal hier fertig werden. Deshalb, wir können hier nicht den Part ewig in Länge strecken. Ja. Mit einem Angriff auf Peru beende ich diesen Letztest. Ja. Lass es erfolgreich sein zum Schluss. Nice. Na dann. Wurde das Zwergenfürstreich doch hervorragend verteidigt und erweitert. So. Und damit nach oben, sollte euch dieses Let's Test gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sitzt seid und ja, kein weiteres Let's Test. Brasilien. Nice. Kein weiteres Let's Test, wenn ihr mit dem Zwang fast verpassen wollt. Oh, 5. Mir gehört jetzt fast ganz Amerika. Ja. Man sieht es in einem anderen Video. Bis dahin. Habt eine angenehme, fürstliche Zeit. Man sieht sich. Und bis dahin. Ciao, ciao. Unsere Truppen wurden besiegt. Na dann beenden wir die Angriffsphase. Und schau mal, wie es ausschaut. Angriff beenden. Ja. Ja, nee. Bis dahin. Ciao, ciao.